Herzlich willkommen zurück. Ich melde mich aus dem Urlaub zurück und heute möchte ich euch gerne das Deck der Pakt der Drei vorstellen. Hat euch ja versprochen, immer mehr auch Richtung Power Decks zu bauen, um jetzt mal ein bisschen aus dem Fun-Bereich rauszukommen. Ziel ist es, um die nächsten ein, zwei Videos nochmal mit starken Decks zu belegen. Ich hoffe, euch wird das Deck hier gefallen. Es ist ein schönes Midrange-Deck. Jund, Schwarz, Rot und Grün. Pakt der drei bedeutet, ich sag die drei, Planeswalker hier, Nissa, der Machter sind da mit dabei, Obnixilis ist mit dabei und Chandra. Die drei verbrüdern sich, um halt gegen alle anderen Decks hier und Gegner zu bestehen. Und wie sieht das Deck aus? Ist eigentlich ein typisches Midrange-Deck. Viele starke Kreaturen, viele Removals. Ich denke mal, einige Schwächen wird es gegen reine Planeswalker-Decks haben. Es ist gut gewappnet gegen Control, aber auch gegen Aggro-Decks aufgrund der Removals und der Vehikel, mit die da eingebaut sind. Einzelne Karten haben auch schöne Synergien untereinander, aber grundsätzlich ist es hier kein Fun-Deck, womit man vielen Karten hier Synergien erzeugen kann, sondern eher so, dass die Synergien so sind, dass sie sich gegenseitig unterstützen. So, wir haben den besten Removal aktuell mit an Bord, den tödlichen Stoß. Hier können wir eine Kreatur mit umgewandelten Mana-Kosten 2 entsorgen, beziehungsweise, wenn wir eine bleibende Karte verlieren, auch eine Kreatur mit Mana-Kosten 4. Dann haben wir hier eine kleine Überraschungskarte, aufwendige Verteidigung. Immer mal wieder schön, da können wir auch einer Kreatur Schutz geben oder vielleicht noch die entscheidenden zwei Schadenspunkte zufügen. Die Kreatur kriegt Fluchsicherheit, was insbesondere sehr, sehr gut ist. Hier unsere erste Card Draw Engine, Glanzband Abzapferin, was für ein bekloppter Name für diese Karte. Aber sie kommt rein ins Spiel, bringt uns einen Energiecounter, hat Bedrohlichkeit, also kann nur von zwei Kreaturen geblockt werden. Und warte mal. Ja, sag ich jetzt, von zwei oder mehr Kreaturen. Und wenn wir in unser Versorgungssegment zwei Energiemarken haben, dann können wir eine Karte ziehen und verlieren dafür leider einen Lebenspunkt. Aber für eine Karte verliere ich auch gerne meinen Lebenspunkt. Und wenn sie angreift, kriegen wir halt auch Energie. Was wichtig ist, denn wir sind ein dreifarbiges Deck. Und die Energiecounter sind ganz, ganz wichtig für die Länder, die wir hier haben. Nämlich hier können wir auch wieder Energie-Counter erzeugen, um hier Ether-Knotenpunkt wieder aufladen zu können, um zum Beispiel unsere Mana unserer Wahl zu spielen, da wir für die Planeswalker doppelte Mana-Symbole brauchen. Ansonsten habe ich ein bisschen darauf geachtet, dass jeweils die Mana-Symbole nur einmal vorhanden sind. So, dann haben wir hier Kari'Zeth, legendäre Kreatur. Erschlag hat auch Bedrohlichkeit 1-3. Wenn sie angreift, bringt sie eine 2-1 roten Affen Kreaturspeil mit ins Spiel, der am Ende der Runde dann ins Exil geht. Dadurch können wir auch hier zum Beispiel Revolt-Fähigkeiten aktivieren, die jetzt abgesehen vom tödlichen Stoß nicht so wichtig sind. Ansonsten machen wir einen schönen Druck in der dritten Runde, wenn wir dann angreifen mit dem. Machen wir schon mal drei Schadenspunkte. Und sie muss auch wieder von zwei Kreaturen geblockt werden. Ist nur einmal drinne, weil legendär. Der beste Zweier-Drop ist die Fürsprecherin des Waldes. Tja, gibt unseren Kreaturen Ländern, wenn wir welche haben. Die haben wir aber nicht. Plus 2, plus 2. Aber viel wichtiger ist, dass sie auch plus 2, plus 2 bekommt, wenn wir sechs oder mehr Länder kontrollieren. Ansonsten wird sie auch nicht getappt beim Angriff. Tolle Karte. Für mich super, super wichtig in diesem Deck. Die Anwerberin der Dämonenwache ist mit dabei. Hier können wir auch wieder Karten ziehen. Wir spielen mit, ich glaube, 18 Kreaturen. Haben also gute Wahrscheinlichkeit, auch hier Karten zu ziehen, wenn wir ihre Fähigkeit nutzen. Ansonsten wird sie zu einer 3-3-Kreatur, wenn keine Karte gespielt wird und sie flippt. Dann werden alle unsere Kreaturen-Zaubersprüche eine Manne günstiger und wir werden dadurch schneller, weil wir viele kleine Kreaturen mit an Bord haben. Ja, auch nur zweimal drinne, um einfach die Card-Draw-Möglichkeit eventuell ausnutzen zu können. Große geniale Karte, die aktuell sehr stark auch im Paper Magic gespielt wird. Schrottheiden-Schmarotzer.
unglaublich schwer wegzubekommen, kann aus dem Friedhof wieder reanimiert werden. 3-2 kann halt nicht blocken, aber braucht man nicht, denn der ist einfach nur zum Angreifen da. Wenn er wieder ins Spiel kommt, müssen wir eine andere Kreatur aus unserem Friedhof exilen, aber das ist meistens überhaupt gar kein Problem. Tolle Karte, ich glaube, die ist aktuell so 7 bis 9 Euro wert, also sehr gut. Ja, viele Leute meckern über Vehikel. Wir haben auch Vehikel mit dabei, 4 Stück. Aber um Mado-Vehikel oder rot-weiße Vehikel-Decks zu bekämpfen, brauchen wir halt auch Vehikel, denn Feuer wird mit Feuer bekämpft. Das wissen die Feuerwehrleute am besten. Gerade bei Waldbränden. Also daher, sowas brauchen wir auch mit dabei. Die Karte ist ja bekanntlich im normalen Spiel gebannt. Hier ist sie noch mit an Bord, denn wir dürfen sie auch nur zweimal mit dabei haben. Hier haben wir wirklich eine gute Möglichkeit, unsere Kartenhand dann auch zu optimieren. Gebändiger Blitz, jo, schöner Removal, Energiemarken kriegen wir auch. Können wir aber nicht die ganzen Energiemarken nutzen. Eventuell hier auch nochmal Karten ziehen hier mit ihmchen hier. Wie gesagt, kleine Synergieeffekte sind mit dabei, aber keine extrem großen. Pianala 2-2 bringt uns noch einen farblosen Sopter-Token mit ins Spiel. Können wir also sogar zwei Vehikel zum Beispiel bemannen, um dann angreifen zu können. Ansonsten viel wichtiger, da wir mit Artefakt und Artefakt-Kreaturen spielen, können wir diese auch hochpumpen, um entsprechend Schaden zu machen oder ein Artefakt opfern und dann kann eine Kreatur nicht blocken. So, wir kommen zu Nissa. Das ist die kleine Nissa, die auch zum Pakt gehört. Ich glaube, die brauche ich euch nicht erklären, ne? Kriegen wir ein Land, flippt sie, können wir wieder eine Karte ziehen. Tolle Karte, also unermüdliche Spurensucherin. Die hat wahrscheinlich gerade extrem tollen Durchbruch geschafft. Die ist nämlich auch schon Standardbereich mittlerweile ins Modern gewechselt. Ich hätte mir doch Karten kaufen sollen. Die sind jetzt auch 8 bis 9 Euro wert. Glaubt man gar nicht, aber aufgrund der Tatsache, dass sie hier Hinweistoken für Low und mit Fetch-Ländern ist die extrem super. Also Evolving Wilds ist schon gut, aber mit Fetch-Ländern in Modern, boah. Für 3 Mana kann sie ein bisschen langsam sein, aber mit Collective Company, erkennt die vielleicht, das ist nun Instant. Deckt man die obersten 6 Karten auf, packt 2 Kreaturenkarten mit Mana-Kost 3 oder weniger sofort ins Spiel. Tolle Karte. Tja. Muss ich mir überlegen. 4 Collective Companies habe ich jetzt, habe mir noch 2 gekauft. Aber die hier, Mann, aber für 9 Euro. Na gut, aber auf jeden Fall haben wir sie im Deck. Olivia, 3-3 fliegt. Ist eigentlich wegen der Fähigkeit Fliegen dabei. Können auch, wenn eine Kreatur kommt, ihr Haste geben und plus 1 Marke geben, wenn wir was abschmeißen. Ich finde die Karte super. Lassen wir sie mit drinne. Ätherknotenpunkt bringt uns auch wieder Energiemarken. Können auch Energiemarken nutzen, die wir kreiert haben, um auch Lifelink dem Vehikel hier zu verleihen. Ansonsten ist der 3-5 ein kleiner Bruder vom Thopter. Auch schlechter aus meiner Sicht, aber trotzdem sehr gut und deswegen gehört diese Karte einfach mit hinein. Außerdem hat sie Fliegen. Kommt dadurch besser rüber. Unlizenzierte Zersetzung ist für mich eine Hammerkarte. Da wir mit vielen Artefakten spielen, können wir nicht nur eine Kreatur zerstören, sondern dem Gegner auch nochmal 3 Schadenspunkte zuteilen. Super. Dann haben wir hier noch eine überragende Feuerkunst. Auch hier haben wir die Möglichkeit, brauchen wir noch ein bisschen was gegen Planeswalker, um halt auch die kleinen Planeswalker wegzubekommen. 4 Schadenspunkte können wir auf den Spieler und eine Kreatur verteilen. Und wenn 2 oder mehr Instants oder Sorcery-Zaubersprüche im Friedhof sind, kann auch nicht gecountert werden. Also auch gut die Kontrolle. Die Karte liebe ich. Kari Zeffs Expertise. Noch nie mitgespielt, aber ich finde die super. Denn für 3 Mana kann man eine Karte für 2 Mana kostenlos spielen. Und man übernimmt die Kontrolle der gegnerischen Kreatur. Auch diese Karte kommt gerade aus, denke ich mal, wird hoffentlich sich durchsetzen können in Modern, da wir dort viele Karten mit 2 Mana existieren oder weniger, die sehr, sehr stark sind, kann man für 3 Mana 2 Zaubersprüche spielen. Und das ist in Modern sehr, sehr gut. Aktuell ist sie noch bei 1 Euro so ungefähr, aber die hat Potenzial. Ich bin gespannt, man muss schauen. Der Woodland Wanderer
ist für 4 Mana mit an Bord und kriegt +1/+1 Marken. Wie Farben wir einsetzen, maximal kriegt er +4/+4. Kriegen wir natürlich durch den Ether-Knotenpunkt das Land hin. Ansonsten ist er meistens, kriegt er +3/+3. Also 3+1/+1 Counter ist da also 5/5. Wachsamkeit und verursacht Trampelschaden. Tolle Karte. Hätte ich auch gerne viermal. Turbo-Straßenkreuzer, auch nochmal so ein Planeswalker-Killer. Oder auch ein Überraschungsangriff für den letzten Schaden, den wir verursachen können. Hat Trampelschaden. Tolle Karte. Mag ich, gehört rein. Ja, ansonsten sind wir hier bei unseren drei Planeswalkern, die einen Pakt geschmiedet haben, um dieses Deck zu kreieren. Ja, hier, Chandra, können wir die obersten Karten aufdecken, sie ins Exil schicken und nicht spielen, dann kriegt der Gegner 2 Schadenspunkte. Können wir auch umverteilen auf den Planeswalker. Oder wir rampen mit 2 roter Mana, können eine Kreatur eliminieren. Und die letzte Fähigkeit ist auch super, denn für jeden Zauberspruch, den wir spielen, kriegt der Gegner oder eine Kreatur 5 Schadenspunkte beim Gegner. Das ist super, die Karte kombiniert mit Nissa. Können wir auch eine bleibende Karte wieder aus dem Friedhof zurückbringen. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, 5-5 Länder zu kreieren und angreifen zu können. Und wenn wir mal keine Karten auf der Hand haben, was bei dem Deck selten der Fall ist, können wir auch hier ein Emblem kreieren. Und immer wenn wir ein Land spielen, ziehen wir eine Karte. Tolle Karte. Ansonsten für mich einer der besten Planeswalker im schwarzen Bereich aktuell. Kann man sich auch aktuell gut kaufen, ist nicht teuer. Macht auch sehr viel Spaß im privaten Sektor mit Paper Magic zu spielen. Ziehst eine Karte für ein +1, zerstörst eine Kreatur und -8 und dann lädt man sich zurück und wartet ab. Denn jedes Mal, wenn ein Spieler eine Karte zieht, verliert der Gegner 2 Lebenspunkte. Das Schwierigste an dem Deck ist unter anderem wirklich die Mana Base. Tja, wir haben jetzt die Sachen mal so zusammengebaut. Nach dem Test Games ist das eigentlich nicht schlecht. Ich würde fast sagen, man könnte auch eine Mana noch reinnehmen. Probiert das mal selber aus. Wenn ihr eine Mana noch reinnehmen solltet, dann würde ich, ja, in den Testgames kamen sie nicht häufig, würde ich hier die Karies Expertise rausnehmen und würde dafür eher nochmal einen Forest mit reinnehmen. Ansonsten aktuell 2 Sümpfe, 3 Gebirge, 2 Wälder, ein paar Doppelländer. Den Ether-Knotenpunkt und Evolving Wilds für die Spurensucherin oder für den Todesstoß, um eine Revolt-Fähigkeit zu nutzen oder um entsprechend einfach nur die richtige Farbe unserer Wahl rauszubekommen. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Decks. Wir machen jetzt gleich 3 Testgames, 3 Testgames, 3 Games. Lasst euch überraschen. Ja, und ich lasse mich auch überraschen und wünsche uns viel Spaß mit den Decks. Ich freue mich drauf als Midrange-Spieler. Ein so tolles Midrange-Deck gebaut zu haben. Und gebt mal einfach eure Rückmeldung und jetzt lasst uns mal starten. Wie versprochen sind wir jetzt doch mit stärkeren Decks unterwegs und wir spielen diese Handkarten. Klar, spielen wir die Kartenhand behalten. Ja, leider sind wir nicht am Zug. Wir spielen gegen Level 36 Opossum. Wir selbst sind auch sehr Level 36. Ich bin jetzt gerade wieder aus dem Urlaub zurück und muss euch sagen, es war wunderschön. Ja, eine Woche knapp kein Magic gespielt und jetzt mal wieder neues Deck zu bauen, war gar nicht so einfach. Mit dem Ziel insbesondere, dass wir da auch ja ein starkes Deck bauen wollen und nicht nur ein Fun-Deck für die anderen. Und ja, in den letzten Spielen ist es ja auch so gegangen, dass ich von Level 20 auf Level 36 jetzt hoch bin. Habe ich wirklich dem Control Deck zu verdanken. Ziel war ja definitiv ein bisschen zu leveln und nicht nur noch Spaß zu haben. So auch der Wunsch einiger Leute von euch. So, Schrotthelden-Schmarotzer, spielen wir den. Spielen wir den die Abzapferin, um eine Karte zu ziehen und Energiecounter. Puh. Oder spielen wir lieber den Schmugglerthopter. Ich bin, glaube ich, für den Schmugglerthopter. Lass uns den Schmugglerthopter spielen. Was draußen ist, ist draußen. Der ist auch immer relativ schwierig wegzubekommen. Falls wir hier wir spielen ja gegen Jeskai, also es könnte ohne weiteres Jeskai Control sein.
Und da sollten wir auf jeden Fall. Nein, nicht JSK Control. Wir spielen gegen Tutelage Deck. Okay, dann müssen wir halt schnell sein. Aber schnell können wir ja auch sein. Dann probieren wir mal unser Glück. Wir spielen das Land. Und spielen jetzt lieber einen Dreier-Drop. Pianala ist am besten. Dann kriegen wir nämlich einen 2-2er und einen 1-1er. Und wenn wir mit dem hier Schmugglers Hop dann Land ziehen, können wir nächste Runde vielleicht auch einen 4er-Drop landen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, wenn wir angreifen, können wir auch den Schrotthalden-Schmorotzer wegschmeißen. Denn den kriegen wir ja aus dem Friedhof ohne Probleme auch wieder zurück. Wir greifen jetzt am besten erstmal an und dealen die ersten 3 Damage. Mein kleines Powerhouse-Deck hier. Bin gespannt, wie es jetzt gegen Opossum mit Jeskai Control. Ich würde mal wirklich sagen, Kontrollaspekte sind definitiv vorhanden. Brauchen wir den tödlichen Stoß? Gegen Tutelage-Deck. Brauchen wir das? Oder schmeißen wir den Schrotthallen-Schmarotzer weg? Oder den Stoß? Wir schmeißen. Ja, haben gesagt, wir schmeißen den weg, dann schmeißen wir weg. Ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war. Aber das werden wir sehen, was er jetzt gleich spielen wird. Und dann können wir nämlich nächstes Mal auch den tödlichen Stoß eventuell wegschmeißen. Denn unbedingt brauchen wir ihn nicht. Außerdem geht die Sphinx jetzt und mühlt uns hoffentlich 2 Länder. Nee, eine Kreatur wäre schön gewesen. Aber wollte er leider nicht. Okay. Auch nochmal schick. Ich bin ja dazu geneigt. Könnte aber auch Radiant Flames auf uns zukommen da drüben. Wir machen es mal anders. Greifen. Oder Bless. Oder ein Bless of Alliance. Boah, was nehmen wir denn? Wenn wir eine Kreatur opfern müssten. Wir spielen. Machen das so. Wollen ja versuchen, so viel Damage wie möglich zu dealen. Und greifen jetzt mal für 5 an und hoffen, dass er hier nicht so einen Zauberspruch hat: Opfer eine Kreatur. Nee, er gibt uns hier auf die Hand zurück. Zieht nochmal eine Karte. Was war denn das? Oder wird die. Oder wird die jetzt permanent getappt? Ugh. Was haben wir denn jetzt im Friedhof? Ja, wir schmeißen jetzt. Schmeißen das jetzt hier weg. Was hat er jetzt gemacht? Er hat. Sie enttappt nächste Runde nicht. Okay. Was machen wir denn? Er hat jetzt erstmal Schadenspunkte bekommen. Dann spielen wir. Spielen wir noch einen Schmuggler-Thopter. Falls er einen Radiant Flame spielen sollte, dann sind halt die beiden Kreaturen weg, aber nicht unsere beiden Schmuggler-Thopter. Vielleicht müht er uns auch eine Kreatur, sodass wir jetzt hier den Schrotthalden-Schmarotzer mal aktivieren können. Nee, stattdessen zwei. Oh nein! Obnixilis und Nissa. Oh, aber gut. gut gemühlt. Vielleicht ziehe ich ja noch ein Land. Braucht er nicht, braucht er nicht, braucht er nicht. Er will uns zu Tode mühlen. Bitteschön. Was hat er uns? Jetzt haben wir ein bisschen. Jetzt haben wir auch Kreaturen mit im Friedhof. Gönnt uns aber auch gar nichts. Gut. Dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt anstellen. Leider nicht viel.
Wir könnten jetzt die Spurensucherin spielen. Wir könnten auch ihn aus dem Friedhof wiederholen, aber das würde ich lieber machen, wenn wir vier Mana haben. Ne, wir spielen die unvermittelte Spurensucherin. Die kann er jetzt erstmal nicht countern. Er hat gerade keinen Nebel. Wir aktivieren den Schmugglerkopter und greifen jetzt für vier an. Und hoffen, dass er uns jetzt nicht irgendwann die 32 Handkarten hier alle weg. Aber schon wieder, ist doch unglaublich. Unbelievable! Und wir schmeißen den tödlichen Stoß weg. Den weg. Kriegt er nochmal 4. Wir haben eine rote Mana, eine zweite rote Mana und können daher die überragende Feuerkunst spielen, sodass er wirklich nur noch bei 4 ist. Ja. Okay. Jetzt gehen wir nochmal drei, schießt nochmal drei Schadenspunkte irgendwo hin. So, wäre schön, wenn wir ein Land ziehen würden. Dann wäre das Spiel jetzt nämlich vorbei. Land. One Land, please. Dann wäre nämlich, dann könnte man nämlich hier den Turbo-Straßenkreuzer spielen. Einen Schmugglerkopter aktivieren. Nein, wir ziehen keinen. Es ist unfassbar. Wenn wir einen Schmugglerkopter aktivieren, sind es drei. Ist er noch bei 5? Wenn wir ein Land, wenn wir ihn spielen, können wir beide Schmugglerkopter aktivieren. Aber wir haben keinen Blitz oder keinen Schock oder sowas im Deck, um zwei Schadenspunkte zu machen. Könnten angreifen, 3-5, könnten hier zwei Schadenspunkte. Nee, das. Mann! Ist unglaublich. Dann spielen wir die Spurensucherin. Machen wir Nahiri weg. Lassen wir uns mühen. Nee, komm. Wir gehen direkt auf seine Lebenspunkte. Und greifen jetzt für 6 an. Und nächste Runde ist er auf jeden Fall tot. Außer er kann sich noch Lebenspunkte machen. Beziehungsweise er müht uns die 26 Karten weg. Ja, nutzen wir. Ist doch nicht vorstellbar, was hier passiert. Wo ist ein Land? Wir mühen uns ja selber. Land? Oh nein! Oh nee. Okay. Wir spielen mit drei Ländern. Ist es euch aufgefallen? Wir spielen mit drei Ländern und haben ihn auf zwei Lebenspunkte. Also das Deck ist stark. Wäre jetzt noch besser gewesen, hätten wir ihn jetzt auch wirklich gleich eliminiert. Habe ich irgendwas übersehen, was ich machen können? Ah, oh, hier hätten wir auch noch die, oh, die zwei Schadenspunkte. Oh. Tja, aber uns hat ein Land gefehlt, sonst hätten wir auch den Turbostraßenkreuzer spielen können mit 5 Schadenspunkten. Und eine Aktivierung des Vehikels. Oh, er eben eliminiert uns ein. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich einen Radiant Flames erleben. Nee. Aber auch nicht schlimm, denn jetzt können wir die überragende Feuerkunst spielen. Und ja, haben dadurch gewonnen. Wir könnten auch jetzt hier Abzapferin spielen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und haben
das Game gewonnen, auch wenn wir nur drei Länder gezogen haben. Also das Deck läuft auch mit drei Ländern. Das könnte man sagen, sind zu viele wenig Länder drin. Sind ja nur 22. Ja, sind's. Aber es scheint zu reichen. Jetzt haben wir vier Länder draußen. Und wir spielen die überragende Feuerkunst auf ihn und haben das Game gewonnen und sind jetzt Level 37. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir machen gleich noch ein Game. Auf geht's. So, was haben wir hier auf der Hand? Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde mal sagen, wir behalten. Ja, können wir behalten. Und wir fangen sogar an. Wir spielen. Ja, ist natürlich eine relativ schwierige Entscheidung. Spielen wir jetzt für den Bändigen Blitz für eine rote Mana. Ich glaube, wir spielen jetzt erstmal Evolving Wilds. Können uns dann eine Mana unserer Wahl raussuchen. Schwarz haben wir. Vielleicht suchen wir uns eine. Ja, wobei, schwarz wäre nicht verkehrt. Dann könnten wir nämlich hier den tödlichen Stoß spielen in der nächsten Runde. Das sollten wir auch machen. Dann haben wir auf jeden Fall schwarze Mana. Falls er irgendwas spielen sollte, können wir dann in seiner Runde. Ja, das ist gut. Dann haben wir nämlich einen 1er-Drop, 2er-Drop, 3er-Drop und einen 4er-Drop. Oh, nochmal Evolving Wilds, schade. Jetzt lieber gerne eine normale Mana gehabt. Aber das kriegen wir auch hin. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die Reward-Fähigkeit des tödlichen Stoßes zu nutzen. Das heißt, auch eine Kreatur mit Mana kosten 4 oder mehr. Aber das kann er ja natürlich in der zweiten Runde nicht spielen. Schauen wir mal. Okay, wir haben scheinbar ein Vehicle-Deck. Jetzt ist es mal ein guter Test für unser Deck, wie wir bestehen, wenn wir gegen ein richtig starkes Agro-Deck spielen. Deswegen eliminieren wir erstmal den 3-1er. Suchen uns hier eine rote Mana raus, um dann die Möglichkeit zu haben, auch den gebändigen Blitz zu spielen, falls wir gegen einige Vehicles antreten müssen. Ja, da ist eine grüne Mana. Wir spielen jetzt ihn und spielen Nissa. Suchen uns noch die letzte grüne Mana raus, die im Deck vorhanden ist. Wir haben nur zwei. So. Das sieht nicht schlecht aus und können dann in der nächsten Runde den Woodland Wanderer spielen. Mit drei Countern ist dann 5-5. Und ja. Oder wir eliminieren erstmal den 3-3er. Der, wenn er getappt wird und er Mana bezahlt, sich Card Draw generieren kann. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht, ihn zu eliminieren. Wir haben auch die Möglichkeit, den Turbo-Straßenkreuzer zu spielen. Ja, ich glaube, wir eliminieren erstmal den 3-3er. Sicher ist sicher. Nicht, dass er noch Card Draw generieren kann. Nichts ist schlimmer, als wenn man gegen ein Aggro-Deck spielt, das auch noch Karten ziehen darf. Und wir heben uns Evolving Wild auf für die Spurensucherin, die möglicherweise noch kommen kann. Sind ja leider nur zwei drin, weil man darf ja nicht mehr als zwei im Deck haben. Und in der nächsten Runde können wir den Woodland Wanderer spielen oder den Turbo-Straßenkreuzer, einen von beiden. Müssen wir mal schauen, was quasi am meisten Sinn macht. Mit dem Woodland Wanderer hätten wir einen 5-5er, der nicht getappt wird und Trample-Schaden macht. Was jetzt nicht verkehrt wäre, gerade jetzt mit der Board-Präsenz, die er da drüben hat. Hauptsache, er hat jetzt nicht irgendwo ein Declaration in Stone oder sowas auf der Hand. Jetzt muss man auch überlegen, ob wir vielleicht Evolving Wilds spielen. So haben wir die nächste Runde die Möglichkeit, zwei Karten hintereinander spielen zu können, was auch nicht verkehrt wäre. Dann können wir nämlich den Turbo-Straßenkreuzer und den Abzapferin spielen. Das wäre auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir spielen erstmal den Woodland Wanderer für 3. Ist ja jetzt 5-5.
Ja, könnten auch überlegen, ob wir mit Nissa angreifen. Nissa flippt ja erst bei 7. Könnte auch Nissa ohne weiteres wegschießen. Ich bin der Meinung, wir sollten mit Nissa angreifen. Dann kann er sich überlegen, ob er sie zu Tode blockt. Weil sterben wird sie sowieso und so kassieren wir einen Schadenspunkt weniger, falls er nächste Runde angreift. Wir können daher, jetzt muss er überlegen, ob er blockt den mit den 2-2er oder mit den, ja. Na. Guter Trade für uns beide, glaube ich. Außer er hat jetzt noch einen auf der Hand. So, und dann gehen wir mal ab. Mit der nächsten im Warring Wilds sollten wir uns eine rote Mana raussuchen. Dann haben wir nämlich zwei rote. Oh, da ist der nächste. Sehr gut. So. Zwei für uns. Das ist okay, jetzt macht er Druck. Das kann er gerne machen. Dann suchen wir uns jetzt erstmal eine rote Mana raus. Jetzt haben wir nur noch drei Standardländer. Also Bibliothek schön ausgedünnt. Auch nicht schlecht, auch nice. Der natürlich auch Trampelschaden, was super ist. Spielen wir ihn. Und greifen mit allen beiden an. Das wären jetzt erstmal 10 Schadenspunkte. Mit dem 3-2er kann er nicht blocken. Dem 3-3er könnte er blocken, wenn er wollte. Was er auch macht, um unsere Kreatur zu eliminieren. So kriegt er nochmal 5 Schadenspunkte. Wir spielen jetzt erstmal den Schmuggler. Und haben da die Möglichkeit, zum Beispiel auch seine Flieger zu blocken, falls er angreifen sollte. Oder nächste Runde selber mit dem Thopter anzugreifen. So, müssen wir mal schauen, was er jetzt quasi anstellt. Das hat er im. Okay. Dann lass mal probieren, mit dem Zopter einen zu eliminieren. Wenn er ihn töten sollte, wäre das auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wenigstens unseren 5-5er zu schützen. Probieren wir das mal. Wahrscheinlich hat er noch irgendwie einen Schocker auf der Hand. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Das ist eine Karte, die wir auch gerne abschmeißen, denn wir können sie ohne weiteres aus dem Friedhof wiederholen. Wir haben einige Kreaturen. Er hat scheinbar nicht dran gedacht, dass wir den Zopter aktivieren können. So, jetzt sieht das gar nicht so schlecht aus. So, jetzt machen wir erstmal eins. Wir schicken. So, und Exile Nissa. Keine Handkarten mehr, also sieht gar nicht so schlecht aus mit der Boardpräsenz. Greifen dann hier mit an. Den 2-1er heben wir uns nochmal auf, der muss er nicht sofort sehen. Den spielen wir lieber nach dem Angriff. Schauen, was er anstellt. Wir greifen auf jeden Fall mit allen an. Dealen jetzt nochmal fleißiger 8 Damage. Ziehen eine Karte, können dadurch das Land wegschmeißen, das wir auch machen. Sehr gut. Blocken kann er den 5-5er, dann wird er jetzt insgesamt 7 Schadenspunkte bekommen. Ja, haben wir doch gegen ein schönes Vehikeldeck bis jetzt ganz gut bestanden. Jetzt können wir auch noch, also er wird nicht mit Mass Removal spielen, deswegen hauen wir jetzt mal alles fleißig raus, was wir haben. Haben wir einen 4-5er. Hier können wir nachher noch eine Karte ziehen. Er hat Menace, der muss von zwei Kreaturen geblockt werden. Kriegen noch einen Energy Counter. Ja, und die 3-2er bringen ihn aktuell gar nichts. Denn mit denen kann er nicht blocken. Ja, das war jetzt unser Spiel. Good Game kann man sagen. Wir haben gegen Chiki gespielt. Chiki Chiki.
Wir blocken einen 3-2er, blocken den 2-1er, das ist quasi jetzt hier sein finaler Schlag. Wir sind Level 37, ja genau, das war ja so, wir hatten das letzte Spiel ja gewonnen. Und gehen jetzt gleich aufs Level 38 zu. Ne, noch keine Karte ziehen, jetzt kriegen wir erstmal noch, ja super. Wir aktivieren ihn. Für den 3-2er. Greifen mit allen an. Ich finde es schön, dass Schicki wartet. Vielleicht kennt er mich auch und hofft, dass er vielleicht mit ins aufgezeichnet wird. Ja, mit dem neuen Deck kriegen wir auch hin. Und dann ist das jetzt der nächste Sieg. Ganz cool gespielt. Von Schicki auch. Schönes Deck, was er hat. Gott sei Dank hat er keinen Mass Removal oder sowas gezogen. Oder überhaupt ein Removal. So konnten wir eigentlich ganz ungestört unser Deck entwickeln, aufbauen und ihn dann auch eliminieren. Auch man sieht, wir haben auch eine gute Chance. Nicht nur gegen Controller, wegen Jeskai vorhin, sondern auch gegen ein richtig schönes Agro-Deck. Und das Deck ist gerade nicht schlecht gelaufen bei Schicki. Zu bestehen. Also, auf zum nächsten. So, wir spielen jetzt gegen Yonder. Also nicht mehr weitergelevelt, sondern gegen Yonder, der auch im Turnier mit dabei ist. Aktuell 3-0 seine Spielbilanz, also perfekt. Muss auch sagen, ganz fairer Sportsmann. Er hat mir gerade, das ist eigentlich das zweite Spiel, was wir starten, weil im ersten Game, ehrlicherweise, habe ich Mana Screwed gehabt, also Mana Mangel und nur zwei Länder gezogen in 6 Runden. Und dann gesagt, macht irgendwie keinen Spaß, ein Spiel zu zeigen, wo ich eigentlich nicht viel anstellen kann. Und irgendwie kommt die Wahrheit wieder, muss man mal so sagen. Es sieht nicht viel besser aktuell aus. Ich weiß, dass er Dimir spielt. Ja, das hat man vorher nicht. Lebensverknüpfung, auch nice. 1-4. Hat auch eine Scry-Funktion. Immer wenn ein Artefakt in seinem Spiel kommt, kann er sich die obersten Karten anschauen. So, wir spielen mal hier einen Zopter. Und muss wirklich sagen, Yonder, vielen Dank dafür. Guter, fairer Sportsmann, dass du uns da die Möglichkeit gibst, nochmal das Deck vielleicht besser zu zeigen. Wenn wir jetzt nochmal eine Mana ziehen würden. 22 Länder sind mit dabei. Also sollte eigentlich gut möglich sein. In den letzten Spielen war es ja auch nicht das Problem. Wir brauchen eigentlich auch nur 3 Mana. Also eine Mana wäre noch ganz schick. Vielleicht bekommen wir die jetzt. Ich kenne sein Deck nämlich gar nicht. Sonst im Turnier könnte man sich das vorher anschauen. Müsste man überlegen, was man quasi eliminiert. Das ist eine Karte, die möchte ich eigentlich gesagt nicht sehen. Dann lass uns mal das Land spielen. Und spielen wir die Fürsprecherin. Spielen die Fürsprecherin, sicher. Mann, die Fürsprecherin. Und greifen mit dem Thopter an. Ist ein bisschen aggressiv gespielt. Wir können auch den Thopter zum Blocken nutzen. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen auf Mana kommen. Wir können auch den Schrotthalden Schmarotzer ja quasi abschmeißen. Das heißt, da haben wir den nächsten. Schmeißen wir den mal weg hier. Und suchen uns gleich nochmal eine Mana raus. Wir haben zweimal rot, einmal grün, einmal könnten daher nochmal eine schwarze Mana gebrauchen. Die sollten wir uns auch gleich nehmen. Und dann sollten wir versuchen, diesen 3-2er hier so schnell wie möglich zu eliminieren. Denn damit kann er fleißig Karten aus seinem Friedhof wieder zurückholen und das möchte ich nicht unbedingt. Schauen, was er jetzt gleich anstellen wird. Tja, was würde ich geben, dass ich sein Deck doch mal mir vorher mal angeschaut haben könnte? Das ist im Turnier halt möglich bei Crider. Oder Crider.
Dann suchen wir uns hier jetzt eine schwarze Mana raus. Oder eine rote. Komm, wir nehmen eine schwarz. Er hat noch keine Artefakte im Deck, das heißt, wir könnten ihn ohne weiteres nutzen, den 3-2er. Zu eliminieren. Da steht nämlich immer, wenn genau, kriegen wir jetzt 4, das ist okay. Dann ist doch unfassbar. Dann bemannen wir mal ihn hier. Und greifen wieder für 3 an. Kriegen wir nächste Runde wieder 3 und dann sollten wir aufhören mit dem Angreifen. Aber wir müssen halt versuchen, so weit wie möglich jetzt hier doch mal noch Länder zu ziehen. Da ist das Land. Schmeißen den nächsten Schrotthalden-Schmorotzer ab. So, spielen das Land. Zerstören den 3-2er und er kriegt jetzt nochmal 3 Schadenspunkte. Da wir auch nochmal ein Schmugglershaupt da draußen. So sind wir eigentlich unentschieden steht aktuell. Nächste Runde würde ich den Woodland Wanderer spielen. Der kommt dann mit 3 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel. Und wow. 5-5. Jetzt hätte ich gern noch mal so eine lizenzierte Zersetzung. Nicht schlecht, aber nicht zielführend. Wie kriegen wir das jetzt hin? Er hat 16 Leben. Kriegen, greifen an für 3, 6, 10. Angriffsgegner 6. Ach komm, wir probieren es. Wir greifen wieder mit den ihn hier an. Und schauen, was wir ziehen. Vielleicht ziehen wir auch ein Removal. Ist eine Art Removal. Der hier. Aber wir eliminieren den Schmuggler Thopter. Vielleicht ziehen wir auch noch ein Land. Spielen wir mal Woodland Wanderer als erstes. Für 3 ist 5-5. Tja. War 6. Ja, an den. Oh, der ist so bitter. Sehr gut. Und sehr schlecht für mich. Und wieder bei 6. Erst bei 18. Puh.
Tja, müssen wir warten. Was wir machen können, wir können ihn quasi aus dem Friedhof zurückholen, dann equippen. Hätten auch jetzt angreifen können. Gut, wir wollen ihm aber nicht zeigen, dass wir was haben. Sonst hätte er wahrscheinlich wieder anders gespielt. Wenn er den 2-3 jetzt wegbekommt, haben wir verloren. Sehr schönes Deck, Jonna. Wirklich nice, nice Deck. So, dann suchen wir uns mal hier. Den eliminieren wir. Dann bemannen wir ihn. Eben hier. Ist die Frage, was wollen wir als erstes weg haben? Tja, das wird unser Tod sein. Das ist leider unser Tod. Oh. Gutes Game, Jonna. Gutes Game. Leider hat uns wieder mal etwas Mana gefehlt. Good Game und leider unser dritter Lose vom ganzen, mit dem ganzen Deck. Ansonsten ist es sehr gut gelaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tja, dann drücke ich mal Jonna weiter die Daumen für das Turnier. Also, bis dahin. Ciao.